Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Space... Nein, Alien Isolation. Ich will es immer sagen, ist egal. Hast du jetzt auch. Habe ich gesagt. Er reicht uns die Hand, reiche er uns die Hand. Nee, ich würde die Hand an deiner Stelle nicht nehmen. Wer weiß, wo die schon überall... Couch-Koop, Folge 34 von Alien Isolation. Ihr sollt Bescheid wissen, Digi-Held ist hier. Ja. Und ich bin auch hier. Ich bin der Andy Dre. Haben wir hier schon mal geguckt? Ah, hier. Endlich, Molotow. Ja, also Ether für Molotow. Was ist hinter der Säule, links? Das ist mir jetzt aber unangenehm. Da ist noch eine Säule. Jetzt könnte man echt denken... Die Tür ist grün. Ach so, ja, dann geh doch mal... dann geh doch einfach mal dahin. Oh, na, aber lass bitte ein bisschen Munition übrig. Sie benötigen einen Termin. Deswegen steht er entkommen. Ducken Sie sich! Er sieht dich nicht. Nimm die EMP, die ich geschmissen habe. Recycle sie. Er soll rankommen, er soll rankommen. Nein, nicht hinter, der geht doch gleich, oder? What? Mein Fehler, ich dachte, du stehst dann unter dem Tresen, an dem Schreibtisch. Ja, super gemacht. Bist du sicher? Ich kann ihn nicht looten. Okay, scheiß drauf, oder? Aber das Blut. Ja, da kommen noch mehr. Sie kommen alle. Ich an deiner Stelle würde es mir... Jetzt ist die kaputt, die Tür. Das war ja, ne? Was? Ich glaube, die akzeptieren das mit der kaputten Tür nicht. Okay, gut. Dann machen wir was anderes. Was machen wir jetzt? Wir stellen uns unter den Tresen. Man kann irgendwo speichern. Und dann, wenn wir damit fertig sind? Hi, wie geht's dir? Geht's dir nicht so gut, oder was? Wow. Das erinnert mich daran, zu dir nochmal zu sagen, du solltest vielleicht nochmal aufmunitionieren. Was jetzt genau? Du hast recht. Oh, 9 Schuss. Mhm. Auch hier, gedrückt. Ne, bringt gar nichts. Helm und mehrmals. Ach ne, 4 Schuss gehen. Jetzt hast du 4, also gerade hattest du nur 3. Medikit, EMP-Mine, oh scheiße. Das sieht nach einer ganzen Menge Arbeit aus. Oh scheiße, Molotov-Cocktail. Als erfahrener Videospieler würde ich sagen, das Spiel ist gleich zu Ende. Kommt gleich, gleich kommen die Credits. Ja, entweder das oder es kommt der Level, wo sie alle dran scheitern. Also wir. In dem Fall sind also für uns ist das Spiel dann zu Ende. Oh Scheiße. Es gab ja irgendwie bei Tomb Raider gab es irgendwie so eine Art Reboot. Also da hatten sie praktisch den ersten Tomb Raider, so ein Remake war das. Anniversary. Ja, und aber es war es nicht wirklich. Also das waren andere Level und so, ne? Mhm. Aber da gab es halt dann irgendwie ein Level, der da war halt so eine Jump-Einlage, die du da machen musstest, mit Plattformen, die weggegangen sind, also unter deinen Füßen und du musstest halt pixelgenau abspringen und dann halt irgendwie Hundertstel Sekunden genau die Sachen zu greifen und das bei einer Steuerung, die für ein Jump-and-Run-Spiel gelinde gesagt katastrophal war. Und dann war das halt so, dass für viele das Spiel bei diesem Level echt zu Ende war. Also viele haben das nicht weitergemacht. Kann ich nachvollziehen. Ja, und ich hab 3 Tage gebraucht. Tage. Ich habe jetzt nicht 3 Tage 24 Stunden lang. Nee, schon klar. Aber ich bin 3 Tage, habe ich das immer wieder angemacht und versucht. Und beim dritten Mal habe ich es dann endlich geschafft. Also beim dritten Tag. Ich lese das mal eben. Smite, liest das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Wir erinnern uns, das scheint 2 Folgen zurückzuliegen. Das ist quasi die Antwort darauf. Deine Knarren und Vorräte helfen wie ein Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlageüberwachung und hat deine alten Hefte angeschaut? Anlagenüberwachung. Excuse me, Senorita. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Ja? Also wenn hier gleich das Knurren anfängt, ist es mein Magen. Ich habe auch Hunger. Essen wir uns auch gegenseitig. Oh no. Komm hier runter. Pronto. Komm hier runter und mach auf, pronto. Sehr gut. Smite. Ist Smite nicht auch so ein Smite. Spiel? Smite, oder? Smite? Smite-Fliege. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen. 2 im Moment. Aber ich habe vor dem Syntheten-Ausstellungsraum mit Waffen und Vorräten Lager aufgeschlagen.
Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Die reden alle immer von dieser Kreatur. Wer ist diese Kreatur? Was will er? Und kann sie wetten, das? Smythe-Fliege ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Achso, ja, okay. Noch immer keine Meldung von Suzanne. Lasst mich wissen, ob sie bei euch ist. Ich gucke mich kurz um. Keine Suzanne. Keine Suzanne. Suzanne mit Bart. Suzanne hat Bart. Ist ja jetzt modern, ne? Ist ja trendy. Danke. Alter, das gefällt mir gar nicht, ehrlich. Okay. Schöne Grüße an Herzschlag der Nacht. Herzschlag der Nacht hat ja auch einen alternativen Namen, ne? Ich hab den leider aber vergessen. Herzschlag der Macht? Herzschlag der Macht, ja. Oder meinst du seinen richtigen Namen? Nee, weiß ich nicht. Ist das sein richtiger Name? Er hat auf jeden Fall noch einen alternativen Namen. Ich dachte aber nicht, dass das ein... Da war noch irgendwas, ne? Da. Genau, das ist der Tresen, von dem ich sprach. Wo war halt irgendwie... Da kannst du auch irgendwas ausschalten. Naja, ich kann auf eine Verkabelung zugreifen. Ja, ist cool, ne? Dann kriegst du das Tor doch noch auf. Ach, ja, deren Tor, oder was? Oh, das klingt gerade gar nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Oh, das ist gut. War ich das? Ja. Gasumleitung. Merken Sie sich das, falls Sie doch mal durchdringen. Durchdringen. Mehr geht nicht, oder was? Nee. Oh Leute, ihr stresst ganz schön da. Gleich nicht mehr. Und irgendwie blendet die Sonne gerade. Ich bin geneigt, den Vorhang vorzuziehen. Lass uns das auch noch mal angucken in Ruhe. Das Feuerchen? Ja, vielleicht kommen die gerade durch und dann... Da! Oh. Nein, bleib doch mal, da ist doch Feuer, da ist doch... Ist doch alles gut. Ja, aber das sind ja Syntheten, denen ist doch Feuer egal. Scheiße, rennen! 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 Komm, das sieht gut aus. Das ist zwecklos, hat er gerade gesagt. Ja, Widerstand. Wow, Widerstand fuck you, ist zwecklos. Sind das viele. Wo war das mit der EMP? Unten. Oh, Smokes! Im toll. Wahrsten Sinne. Jetzt hast du irgendwie. Egal. Du hast es drauf. Ich sehe das Fadenkreuz nicht. Also an der KI sollten sie vielleicht nochmal arbeiten. Ja, doppelt. Ja, das ist gut, ne? Das ist gut, oder? Ja, den habe ich. Der hat ein bisschen gebraucht, aber ja. Der Deber will. Lass ihn nicht ablenken. Nee, nee. Der Deber würde jetzt sagen, das ist eine VI. Weil? Virtuelle Intelligenz. Hat er mal erklärt. Soll er vielleicht gerne nochmal machen. Würde mich nochmal interessieren. Guck mal, der Typ hat die Schlüsselkarte gehabt. Ich denke da echt drüber nach, was. Weil eine KI lernen würde, glaube ich irgendwie so, und eine VI nur das macht, was ihr einprogrammiert wurde. Und die Dinger hier machen ja nur das, was ihnen einprogrammiert wurde. Irgendwie so. Kann er ja gerne nochmal genauer erklären. Deba, wenn du zuguckst, hör auf zu arbeiten! Erklär uns das jetzt sofort! Füttere uns mit Wissen. I need input. More input. Und ignoriere das, was hinten rausfällt. What? Ja. Begrenzere Kapazität ist. Mhm. Ne, dein berühmter Kindheitserinnerungsspruch. Ach so, ja. Das habe ich eigentlich, habe ich das ja von Die Unendliche Geschichte, ne? Weil da war das ja so, dass man. Oh, nimm die Fackel. Du musst unbedingt die Fackel aufnehmen. Aber ich glaube, wir haben zu viele. Was will er denn? Du bist tot, hör auf. Ah, scheiße, die Fackeln, ne? Die kann man ja auch mal in so einen Leuchtraum, in so einen dunklen Raum reinschmeißen, einfach mal so. Vielleicht wäre das ganz cool sogar. Wieso machen wir sowas nicht? Wollen wir das mal machen? Ja, also wenn ich jetzt mir mal vornehme, wenn da mal so dunkle Räume sind, dann würde ich warum die Taschenlampe? Schmeiß doch einfach so eine scheiß Fackel da rein. Also sage ich jetzt zu mir, das ist jetzt nicht so angriffsmäßig zu dir. So, ne? Ich fühle mich angegriffen. Nee, ich rede mit dem Publikum, mit dir rieche ich schon mal gar nicht hier, ey. Nee, so weit kommt das noch. Wir sitzen schon nebeneinander. Ja, also ne? Ich muss dich schon riechen. Ach nee, das bin ja ich. Irgendwann muss auch mal gut sein hier. Also, ich stink schon so sehr, dass ich mich selbst nicht mehr dran gewöhnen kann. Das ist ein Erfolg. Das ist nach 3 Monaten. Das ist wirklich. Das knackt auch jedes Mal, wenn ich mich nach vorne beuge. Weil dann halt der Schmutz bricht. Ich wollte gerade sagen, warum, aber okay, ja. Wenn der Dreck langsam von der Hose bröckelt. Ja, und wenn ich ich wollte mich zum Beispiel, letztens wollte ich mich am Kopf kratzen, aber ging nicht, ich habe den Arm nicht hochgekriegt. Das T-Shirt so steil. Ja. Das ist,
War jetzt meine Vermutung, nicht, dass ja, ich da ja, Erfahrung habe. Ja, ist aber so. Ist halt irgendwie, super. Was sagen Sie? Super, hat sie gesagt. Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Hochklettern. Ja, aber das sieht eher aus wie runterklettern. Ich mach einfach mal. Oh, okay. Das war jetzt wieder hoch noch runter. Das war mir so seitlich. Das war mir so vor. Soll ich jetzt... Okay, der Klassiker. Ich warte noch, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie dicht ich rangehen kann, bevor was passiert. Naja, ich mach das auch mal so. Loser machen das so. Das ist jetzt hier kein Speedrun, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Oh, das ist sehr nah. Ja. Das ist sehr du nah. Du warst wahrscheinlich genauso wie ich damit gerechnet, dass das Ding so ausgeht wieder. Ja, nee, ja. Bin ich jetzt weit genug weg? Kommt der nächste jetzt hier direkt gleich auch? Nee, da war nichts. Sicher? Ja. Okay. Reingelegt. Was ist das? Es blinkt. Wieso blinkt es? Runterspringen. Nein! Da stand nicht runterspringen, oder? Doch, da stand runterspringen. Aber das. Ja, dann ist das passiert, was ich wollte. Okay, das ist mit hoch und runter gemeint. Dieser. Weiß ich nicht. Treppenabsatz. Oh, jetzt haben sie die Perspektive gewechselt. Das ist ja innovativ. Jetzt bist du auf der anderen Seite der Mauer. Krass, Alter. Ah. Ich fühle mich direkt anders. So, Au. Oh, oh, halt dich doch fest, Mädchen. Alter, ich denke mir jedes Mal, denke ich mir, aber du würdest so, ey, das würde so wehtun, wenn du mit dem... Mit dem Kinn so. Ja, aber auch mit den Knien und mit alles dann an der Leiter aufschlägst. Alter. Du hältst dich garantiert da nicht fest, das schaffst du. Klemmst dir noch das Glied. Geil finde ich das auch mal, wenn sie irgendwie mit so einer... Irgendwo runterspringen, irgend so ein Abhang, 10 Meter, 12, 20 Meter und dann haben sie aber irgendwie dieses Kabel um die Hand gewickelt. Ja, also, und sich dann damit dann abschwingen. Ja, und dann strafft sich ja das Kabel so von jetzt auf gleich. Macht das nicht nach, Leute, das funktioniert nicht. Ich hab's versucht, hab mir dabei mein Glied abgerissen. Ja, aber es reicht ja noch, ne? War noch lang genug. Das Kabel oder das Glied? Ich dachte, ich bringe mal wieder ein bisschen Niveau rein. Hier, der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma am APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und sich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Wie hat er denn bitte seine Sekretärin in Sicherheit gebracht? Und warum? Tja, sie war halt nicht mehr sicher unterm Schreibtisch. Exakt den Gedanken hatte ich auch. Als wäre sie die ganze Zeit so unter... Oh, jo, weg mal hier. So an den Haaren. Lass die Zähne da weg. Wollen wir da schon durchgehen? Ich weiß, ist aber schon ein bisschen auch jetzt langsam wieder ein bisschen zu chauvinistisch. Wir müssen ja auch mal irgendwie so ein bisschen in unser Geschlecht ranbühlen. Ja, ich habe doch gar von Penissen geredet. Ja. Ich habe immer noch Schürfwunden vom letzten Bungee-Sprung gesprungen. So, Hebel benutzen. Was für eine Überraschung. Ach, die Kamera. Eine Kamera, Entschuldigung. Falsche Grammatik. Eine Kamera. Wie unerwartet. Hallo. Nein, ich bin hier. Guck doch mal. Hallo, ich bin immer noch hier. Ja. Nein. Hier bin ich. Ja. Nein. Oh shit, er ist nicht Doom. Nicht so Doom, wie ich gehofft hatte. Nee, ist dein Ernst. So. Cool. Ist ein guter. Er klippt so ein bisschen in die Wand. Das ist gut. Gute Taktik. Mach das nochmal. Ja, okay. Ja, letzte Mal so. Ja, ja. Aber pass auf, dass er in die Kamera. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich konnte nichts machen. Der war. Ja, natürlich, natürlich. Sie hat quasi Finishing Move getriggert. Ja, ja. Shit, fuck you! Du hast übrigens noch eine Schrotflinte. Ja, ja. Und mit EMPs. Mit aber nur noch. Hab ich EMPs? Hab ich. Aber. Ja. What? Oh mein Gott. Du hast es gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, dass du meilenweit vorbeigeschossen bist. Was machst du denn da? Ich weiß es doch auch nicht. Ich muss mal vom Mikrofon weggehen, damit ich meine Empörung laut vor mir schreien kann. Was zum Teufel? Dieser Mann kann ja gar nichts. Das ist eine Frau.
Wenn es eine Frau wäre, wäre der Typ tot. Okay, dann nimm die EMP-Granate. Mach so, wie ich es mache. Weil ich kann es nämlich auch nicht. Und jetzt mit dem Rohr. Nein, ja, genau. Ja, ja. Hey, auf Anhieb. Komm hier, give me five, man. Das geht ja jetzt. Mit Faust auch? Au! Ich wollte gerade sagen, die hat man nicht gehört, aber doch hat man. So, ich komme mal wieder ein bisschen. Aber ich bin ganz in den roten Bereich gekommen. Wir waren die ganze Zeit im roten Bereich. Ich sag jetzt scheißegal, komm, speichern. Aber das wenn das irgendwie. Lass mal die Zeit merken, das müssen wir uns nochmal anhören. Das ist 15. Okay. 15:45. Ja, da ist ja schon alles wieder vorbei. Ja, kannst ja, ist ja irgendwie so die Richtung, weißt du? Ja. Das muss ich mir nochmal anhören, weil ich langsam. Ja, langsam reicht's hier, ey. Ich sehe es ja auch in der Bearbeitung. Und kann das da zur Not ja runterregeln. Ja, dann ist aber das andere dann vielleicht zu leise. Nein, ich kann das ja separat, ich kann ja schneiden und lass mir das doch irgendwie mal angucken. Ist doch ja, ich werde es ja, 45, wir ey. Werden es uns ja gleich angucken, aber ich sag ja, man kann es ja nachträglich dann, wenn es zu doll ist, auch noch runterregeln. Vielleicht habe ich da komplett anderen Sound eingefügt. Nein, habe ich nicht. Ich mache mir jetzt nicht mehr so ein. Will ich nicht mehr. Also will ich schon, aber ich kann einfach gerade nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, du kannst. Denk dran, bei dem ersten Teil wolltest du ja noch reinschneiden, ne? Da wollte ich gar nichts reinschneiden. Eine Erinnerung. Ey, ich hab ernsthaft drüber nachgedacht, so ein kleines, was bisher geschah, zusammenzuschneiden, aber. Ey, geil. Ja, das aber, ist ja eine coole Idee. Ja, aber wann? Lass uns das doch irgendwie noch eine Woche verschieben mit dem und dann machen wir halt dieses, was bisher passiert Ding. Ey, das ist. Ja, warte, du sitzt ja gerade hier. Ich kann dir eine Festplatte mitgeben mit den Dateien, dann schneidest du das zusammen. Kein Thema. Kein Grund, gleich persönlich zu werden. Was ist das jetzt? Was hast du jetzt gegen mich? Was ist hier mit der Kamera? Wieso ist die so langsam? Was bringt die überhaupt? Die ist auf jeden Fall nicht wahnsinnig effektiv. Nicht sehr effektiv. Ja, du hast ja alle Roboter getötet. Und aus. Danke. Die Büros sehen immer gleich aus, das ärgert mich so ein bisschen. Das ärgert mich richtig, ich werde richtig roh. Naja, aber andererseits, es ist ja eine Raumstation, die ist halt modular, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja, okay. Es ist aber für ein Spiel nicht besonders gut, wenn immer alles gleich aussieht. Ja, ist schon wieder. Es ist ja eine Raumstation, da ist das halt modular, also. Ich finde auch, dass Sätze, die sich wiederholen, irgendwann merkwürdig wirken. So ein Let's Play ist ja nicht unbedingt modular. Ja, das ist schon richtig, aber wenn halt der Partner irgendwie das beim ersten Mal nicht begreift, was soll man ja, aber wenn er sich dagegen einfach wehrt. Das begreift. Ja. Ja, dann, man muss begreifen ja auch zulassen. Es ja, ist ja, ne? frag mal die Sachsen. Nein, lass ich lieber. Wieso die Sachsen? Was hat die Sachsen damit zu tun? Verstehe ich nicht. So, wie geht das hier? Wieso muss ich das eigentlich immer machen? So, welcher? Stimmt, das heißt. Der, dann der Pokéball, dann dieses Dings und dann Missing No. Yay. Voll die Pokémon-Referenzen reingedrückt. Aha. Ich bin Kacknerd. Da, der bewegt sich. Winkt er mir zu? Der da hinten, ne? Ja. Ja. Das ist der Sachsenwink. Was hast du denn jetzt mit den Sachsen? Ich weiß es auch nicht, ich hab keine Ahnung. Oh, Samuels. Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Was heißt das? Hören Sie mir zu. Okay. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Ist das drastisch? Sprengende Raubstation. Wie, was ist jetzt? Macht der Freund was? Hallo? Da kannst du durch, ne? Denkst du durch die Tür? Ja, aber ich dachte, er muss was Drastisches machen und das war's, oder was? Ach so, als Cliffhanger, oder was? Von ihm jetzt? Nein, von uns. Ja, ja, ich seh's. Finde ich ganz gut. Ja, du bist ja dran, dann drücke ich hier auf Pause. So, was hältst du davon? Ja, okay, also ich bin dran. Damit, ich bin dran? Ja, du bist dran. Ja, das war's dann halt. Wie nur weiter, wenn du wissen willst, was das Drastische ist, wir müssen aufs Klo. Und ansonsten wünschen wir dir noch viel Spaß auf YouTube. Ich sag mal, wir. Darf ich das? Ja, sicher. Ja, sicher. Viel Spaß auf YouTube und ja, willkommen in unserer nächsten Folge. Ja, genau, so. Die stellen wir dir nur für dich zur Verfügung. Nur für dich. Das ist vielleicht nicht mal gelogen. Daumen hoch, Kommentar runter
Hose runter. So und nicht anders. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und sorry, falls es zwischendurch ein bisschen zu laut geblieben ist. Ja. War meine Schuld. Und meine. Und unsere. Und deine.